Fünfbahn. Wirklich? Ja. Ich komme einfach hoch. Von mir aus könnt ihr auch mitkommen. Komm, echt. Alright, get inside of the train. Das ist der Zeit. Ja, gut. Fertig. Ja, du hast mir gekürzt. So, du bist unser Lokführer hier. Toll. Ja, wie heißt du? Jan. Jan. Ja. Wie zum Teufel hast du es gelernt, hier mit zu fahren? Ich mache mein Leben lang nichts anderes. Ich bin hier groß geworden. Wirklich? Ja. Wann bist du das erste Mal hier in der Lok mitgefahren? Mit 2. Wirklich? Ja. Gibt es da noch Fotos von? Jede Menge. Wow, das ist ja großartig. Ja, wir suchen uns mal irgendein interessantes Teil aus. Warum sieht das so neu aus hier? Weil das immer schön poliert wird. Ach so, das wird poliert. Ja. Und, das ist alles original, außer dieser Korb hier. Der ist nachträglich gekommen. Das da? Der ist sonst schwarz eigentlich, ja. Was ist das denn? Das ist der Wasserstand. Deswegen kann man sehen, wie viel Wasser gekesselt ist. So, Jan, wir reden drauf. Rechts liegen nach 5 Herdern. Ah, verstehe. Ich wollte sagen, dass es ganz schön warm ist. Auch es ist ganz schön warm hier, man ja. Man merkt den Kessel auch. Du bist der Heizer. Also, das sieht so aus, ja. Wow, oh mein Gott. Das ist ja unglaublich. Wow. Aber es ist jetzt gerade die wenig Feuer, nachher wenn die mal fahren auf der Strecke, dann ist da mehr drin. Dann haben wir bis zu 1200 Meter weiterkommen. Wow. Aber jetzt fahren wir nur langsam und da braucht man nicht so viel, viel Dampf. Jetzt kann ich mit rangieren und machen danach erst noch ein bisschen Pause bis zur Abfahrt. Ah, verstehe. Ich sehe, dass die Wasserstandsanzeige hier so ein bisschen schwankt. Ja, das Wasser kocht ja. Und wenn man Wasser kochen bringt, steigen die Gläschen auf und dann schwankt das. Das ist zwar ein kommunizierender Röhren hier, aber das heißt, da drin kocht das Wasser jetzt nicht. Also man sieht das nicht, aber durch das Kochen schwappt das Wasser. Und weil da drum drauf geht. Und ab wann wird es gefährlich? Also ab wann Also wenn wir weg sind, sollte die auch gehen. Nein, wenn man das Wasser nicht mehr sieht, dann ist es schlecht. Ach so, verstehe. Und was war da vorher? Ja? Jetzt ist es gerade ein bisschen leiser. Was machst du eigentlich wegen den ganzen Geräuschen? Trägst du Ohrstöpsel oder ist das für dich ein schönes Geräusch? Nee, also da gewöhnt man sich eigentlich dran mit der Zeit. Ich finde, hab da kein Problem mit, wenn ich irgendwie das Krachen höre von der Luftpumpe, von den Zylindern und was auch immer. Aber man gewöhnt sich dran und es gibt ja immer wieder auch Pausen, wo man steht, wo das dann alles ein bisschen runterfahren kann. Ja. Die Temperaturen auch? Ah, ja, ach ja, wie ist mit der Temperatur? Ja, also wenn man da eine lange Zeit steht, dann wird das schon sehr warm, aber der Fahrtwind, es ist so ein Ausgleich, dann geht das eigentlich. Und du wirst ja Heizer, ich wusste gar nicht, dass es den Beruf noch gibt. Erzähl doch mal, wo lernt man das denn noch? Weil hier auf der Lok kannst du es ja wahrscheinlich nicht lernen. Tatsächlich schon, also ich kann hier eine offizielle Ausbildung zum Heizer machen. Super geil. Und dann kann ich zu jeder anderen Museumseisenbahn gehen, wo ich möchte, fragen, ob ich da heizen kann, weil ich dann wie so eine Art Führerschein halt wirklich dafür habe, weil ich das dann machen darf offiziell. Das ist, was für Voraussetzungen sollte man haben, wenn man Heizer werden möchte? Also wahrscheinlich ein bisschen technisches Interesse und so, ne? Technisches Interesse, man muss natürlich eine Ausbildung durchlaufen. Ja, man sollte robust sein, was auch die Temperaturen angeht, wenn man wirklich an dem Kopf mit dem Kopf an der Feuertür steckt und das dann wirklich sehr warm werden kann. Aber ich finde, deine Haare sind eigentlich noch relativ gut in Schuss. Hast du die schon mal versenkt oder ist das noch Also ich habe mir schon mal meine Beinhaare versenkt, weil ich eine kurze Hose getragen habe. Aha, also lange Kleidung ist besser, wie in den Tropen. Man denkt, man müsste kurze Kleidung tragen, aber lange ist manchmal besser. Das ist richtig, das ist so. Macht dir das auch Spaß, so einfach so alleine Messingteile zu polieren und sowas? Also bist du gerne alleine auch mal? Also ich finde, beides hat was, wenn man mit jemandem hier ist, mit dem man sich unterhalten kann und so weiter, aber es hat trotzdem irgendwie was, wenn man hier mal kurz alleine hier ein bisschen da was machen kann, ohne dass jemand zuguckt, ohne dass jemand sagt, du musst es anders machen und man es einfach machen kann, wie man möchte. Was war denn wann warst du das erste Mal da? Wir haben gehört, dein Chef, der war mit 2 Jahren das erste Mal hier. Wann war dein erstes Mal auf einer Dampflok oder auf der hier? Ich kann gut sein, dass es die Lok sogar war, da war ich glaube ich 5. Wow. Aber war da noch nicht aktiv Mitglied hier. Ich bin relativ neu, seit 2 Jahren jetzt hier ungefähr. Und sind dann eigentlich viele Kinder aus der Region? Fahren viele Kinder mit der Lok? Ist das was Normales oder ist das auch schon was, wie soll ich sagen, was Besonderes, was nicht jeder immer mit der Schule und so macht? Also wir haben hier im Verein jetzt sehr wenig Jugendliche in meinem Alter. Aber hier als Mitfahren, als Fahrgäste haben wir extrem viele. Also, weil das natürlich auch für viele einfach ein Kindheitstraum, so eine Dampfeisenbahn einfach mal zu sehen, zu erleben und mitzufahren. Ja.
Kommen denn Leute aus anderen Ländern? Also ich habe ja hier zum Beispiel von der Severn Valley Railway in England, das ist auch so eine Museumsbahn, es gibt ja im Harz gibt es ja auch noch einen und so. Kommen die dann auch mal vorbei? Kennt ihr euch ja, alle also, untereinander? Man hört natürlich von den verschiedenen Eisenbahnen und... Aber es gibt jetzt nicht dauernd Treffen, dass ihr euch ständig irgendwie... Das ist eigentlich nicht so offiziell. Hin und wieder mal, aber dann nicht offiziell. Ah. Vielleicht schon unter Freunden. Abgefahren. Ja, dann senden wir gleich noch ein paar Grüße nach England. Ne? Ja. Alright, dear friends, from the Severn Valley Railway. We are now in the engine. But as we heard, this is an industrial engine originally. But you will know, you will know. So, du hast gesagt, das ist gar nicht so Harry Potter-mäßig irgendwie eine Personenbeförderungslok, genau. Sondern das war eine Industrielok. Genau, die ist für ein Klöcknerwerk in Hagen-Haspe gebaut worden, da haben wir 3 Stück von. Und die haben da Schlacke auf der Halde gefahren. Erklär mal für Jüngere, was Schlacke ist, die wissen das vielleicht nicht mehr. Kann man nur unten sehen, das sind Überreste, die nicht verbrennen können. Also wenn man Eisen herstellt. Gesteine, ja. Die schmilzen oder Erze, die nicht verbrennen können, das nimmt man halt Schlacke und das ist halt... Das, was übrig bleibt. Das wird halt nach der Verhüttung bleibt das übrig und dann wird die halt entsorgt. Und wie seid ihr an die Lok gekommen? Also wie kommt dann sowas zu euch? Kommt ihr die bei eBay sozusagen? Oder wie funktioniert das? Nee, als vor 50 Jahren der Verein gegründet worden ist, waren wir auf der Suche nach Dampfloks und in der Zeit wurden die halt bei dem Werk außer Betrieb genommen und dadurch konnten sie die recht günstig kaufen, alle 3 Stück. Da, aber was kostet denn so eine Lok? Ich meine, ich stelle mir vor, die kostet 1 Million Euro oder sowas. Oh, ich weiß nicht, was sie damals bezahlt haben. Ich glaube, es waren um die 10.000 D-Mark pro Lok. Ah, verstehe. Und dann, aber ganz genau weiß ich es nicht. Und sag uns doch mal so ein Teil, was besonders knifflig ist, so, wo du dir immer denkst, so Mann, ey, das schon wieder, das Teil ist jetzt... Der Kessel. Der Kessel? Was passiert denn da? Da ist halt sehr viel Technik drin, die aufwendig instand zu halten ist. Ne? Und wenn man da nicht die gewisse Wartung immer beibehält, dann hat man hinterher größeren Schaden, der eher schlecht ist. Verstehe. Also wir haben den Kessel jetzt 2 Jahre aufgearbeitet und fahren jetzt mit der Lok seit Mai wieder. Und Was muss man bei der Aufarbeitung zum Beispiel tun? Also, das ist ja so schwierig zu erklären. Die Feuerbüchse wird mit vielen Bolzen gehalten, die haben wir alle erneuert. Die ganzen Rohre sind erneuert und innen drin sind etliche Sachen, die angerostet waren, neu aufgeschweißt worden. Wow, also eigentlich so mehr oder weniger fast alles. Ja, außer die Hülle ist alles neu. This is the engine now here. You can see there are some flowers attached and also some oak leaf, which is considered to be typical German. Ne? Eiche ist sehr deutsch, ja. So it's also a little bit Germanized. You can see it's a beautiful engine. This one was restored over 2 years, so it took them 2 years to get it running again. And it's probably not as neat and nice as in England, but it's a case of a love affair still. And from the engine, we go into the storage hall, where you can find some, old signs and some of the old wagons. Usually there are 3 wagons running, and this is probably an interesting engine. I don't know if you have seen one of these. Obviously also an industrial engine, but they still keep it tidy and in shape. Again, like I said, probably not as beautiful as you keep everything like in super perfect order in England, but it's a lot of fun, and the kids and the families and the pupils and school classes, but also elderly people, of course, love it
And also Ines, you love it too, right? Yes. that's my wife, she has to come with me all the time. Ja, Ines, was hast du denn da gefunden? Ein herzförmiges Kohlestück. Das ist hier extra auf dem Fensterbrett hat das gelegen. Ja? Willst du das aufheben? Nein, das soll da liegen bleiben. Das hat ja jemand da hingelegt, um Leute zu erfreuen. Da können wir sich einfach mitnehmen. Ich verstehe. Nee, das können wir nicht machen. Na gut. Sollte das da auch bleiben. Okay, dann gehen wir jetzt mal ins Depot rein, ins Eisenbahndepot. Hier könnt ihr das sehen, da sind viele Schilder natürlich zu sehen, also alte Schilder, die früher an den Bahnhöfen waren. Hier sind einige der Züge. Und hier ist eine sehr, beziehungsweise der Waggons genauer gesagt, und hier ist eine interessante Lok. Vermutlich kennt ihr die so nicht aus dem Personenverkehr. Die ist also schon was älter und funktioniert alles. Eine Wahnsinnsarbeit und natürlich geht es immer weiter. Ne? Wenn man hier durchzoomt, dann würde man direkt die nächsten Sachen finden. Abgefahren. Ja, und die Ines ist ganz begeistert und tapfer und du guckst es dir einfach immer wieder an und freust dich, dass ich mich freue, was? Ja. So ist es, ne? Ist so. Ja, ich fürchte auch, es ist so. Wenn ihr Tipps habt, wie ich die Ines noch stärker zu echter eigener Begeisterung bringen kann, postet sie hier drunter. maybe one more thing. Why do they have so many industrialized engines here? The reason is that this is an area, we are in the very west of Germany, close to Belgium and the Netherlands, and if you go a little bit further down to France. And this year, also if you go a little bit further to the east, you would go to an area where there was a lot of coal mining and, you know, steel manufactories and so on. So this is why when they started the club here, the engine club 50 years ago, they could purchase some industrialized locomotives, which would have been probably unusual in other parts of Germany. For example, in eastern Germany, in the Harz region, where they have like the beautiful Harry Potter like trains. So it's quite special here. Ihr fragt euch vielleicht, warum es hier diese Industrieloks gibt oder diese merkwürdigen, nicht Harry Potter-mäßigen Loks. Das habt ihr ja vorhin schon gehört, dass das aus Industriegebieten kommt. Aber vielleicht für die, die jetzt nicht ganz aus Westdeutschland kommen. Wir sind hier in der Nähe von Holland und den Niederlanden. Also das ist wirklich ein paar Schritte oder mit dem Auto ein paar Minütchen, also so wie 5 Minuten oder ich weiß nicht, 10 Minuten oder sowas. Dann seid ihr hier in den Niederlanden oder Belgien. Selfkant, das ist ja die Selfkant-Bahn hier, ist auch eine Region, die eine endlose Geschichte zwischen Belgien und Deutschland hat. Und so kommt es, dass sie eben, wie ihr das vorhin gehört habt vom hier angestellten Lokführer und Maschinenexperten, so kommt es, dass wir hier eigentlich eine Besonderheit haben. Also wenn ihr zum Beispiel aus Ostdeutschland kommt, von der supergeilen Harzer Schmalspurbahn, ne, dann könnt ihr euch das vielleicht auch mal angucken. Vielleicht ist das auch ganz interessant für euch. Oder? Ja. Ja, vielleicht. Kommt mal vorbei.